muss sagen, so simpel dieses Spiel ist, für mich hat es bis jetzt den größten Suchtfaktor. An was liegt das? Aber das ist das Tolle an Spielen, die simpel sind. Ja. Wenn die dann auch noch einen großen Spaß- und Suchtfaktor entwickeln, dann macht es umso mehr Freude. Ja? Das ist das Geheimnis von erfolgreichen Spielwaren. Wie sind Sie denn auf so eine simple Idee gekommen? Ich muss gestehen, ich würde mir gerne den Orden dafür an die Brust heften, dass ich auf die Idee gekommen bin. Aber faktisch ist es das Entwicklungsteam. Digitale Haustierfreunde haben in den letzten Jahren großen Erfolg im deutschen Handel. Und die Überlegung war, was könnte man in der Richtung Neues machen. Und das Entwicklungsteam von Silverlit ist dann auf die Idee gekommen, zu sagen, wir nehmen ein Chamäleon. Ich muss gestehen, als ich das erste Mal damit konfrontiert wurde, war ich nicht sonderlich begeistert, weil das Chamäleon nicht Deutschlands beliebtestes Haustier ist. Aber es wird's, oder? Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, dass das Chamäleon zumindest sehr viel beliebter wird. Und wer es jetzt hier sieht und auch mal in Action bedienen konnte, ist auch schon sofort zur Hälfte überzeugt. Was kann das Chamäleon alles? Man kann es mit der Fernbedienung ganz simpel durch die Gegend steuern. Es hat die Möglichkeit, über die Knöpfe die Farbe zu wechseln oder mit dem Schwanz zu wackeln. Und die wichtigste Funktion ist natürlich, dass man es füttern kann. Jedes ordentliche Chamäleon braucht Futter. Das ist in Form von kleinen Insektenblättchen dabei. Und wenn man es in Position bringt und auf den Fütterknopf drückt, schnappt es mit seiner langen Zunge wie ein richtiges Chamäleon nach dem Futter und saugt es ein. Ja. Also ich spiele es gern. Wie alt sollte man eigentlich sein, um das zu spielen? Also die Kernzielgruppe, die wir im Auge haben, ist so 4 bis 7 Jahre. Aber die Eltern sind nicht ausgeladen. So, wann kann ich mir das endlich kaufen? Im September wird es dieses Jahr im Regal stehen, bei den bekannten spielwarenführenden Händlern. Und wird da voraussichtlich 39,99 € kosten. Das ist der unverbindliche empfohlene Verkaufspreis. Okay. Das geht ja noch. Danke. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Danke, danke.